Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Rasenmäher vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Der Einhell GCEM 1637 ist wirklich ein kraftvolles Werkzeug für deinen Garten. Und einer beeindruckenden Leerlaufdrehzahl von 3400 Umdrehungen pro Minute meistert dieser Mäher auch höheres Gras mit Leichtigkeit. Sein robustes Kunststoffgehäuse und die pulverbeschichteten Stahlkomponenten versprechen eine lange Lebensdauer. Ein Nachteil könnte sein, dass trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit und guten Ausstattung der Mäher durch sein Gewicht von 10,7 Kilogramm und die Größe etwas unhandlich für kleinere oder schwer zugängliche Gartenbereiche sein könnte. Außerdem könnten die Kunststoffkomponenten bei sehr intensiver Nutzung oder unter extremen Bedingungen anfälliger für Verschleiß sein als Metallalternativen. Im Vergleich zu anderen Elektrorasenmähern bietet dieses Gerät mit seinen großen rasenschonenden High Wheels eine bessere Manövrierbarkeit und Stabilität auf unebenem Terrain. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Rasenbedingungen. Zudem ist der Mäher mit einem klappbaren Führungsholm ausgestattet, was ihn sehr platzsparend bei der Lagerung macht. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für Besitzer mittelgroßer Gärten, die Wert auf ein robustes, leistungsfähiges und einfach zu handhabendes Gerät legen. Er eignet sich hervorragend für regelmäßige Rasenpflege, wobei seine Ausstattung und Konstruktion auch bei anspruchsvollerem Gras gute Dienste leistet. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der ALKO Easy 3.82e hat mich sofort durch seine einfache Handhabung und Leistungsstärke beeindruckt. Mit einem robusten 1600 Watt Motor ausgestattet, garantiert dieser Rasenmäher einen sauberen und effizienten Schnitt. Das Kunststoffgehäuse mag auf den ersten Blick weniger robust erscheinen, doch es trägt wesentlich zur Leichtigkeit und Manövrierfähigkeit des Mähers bei. Ein kleiner Nachteil könnte die Schnitthöhe sein, die mit maximal 75 mm für extrem hohe Gräser vielleicht nicht ausreichend ist. Auch die Verwendung von Kunststoff könnte in sehr rauen Umgebungen weniger langlebig sein als Metall. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen besticht dieses Gerät durch seine einfache Handhabung und das geringe Gewicht, was ihn besonders für ältere Personen oder solche mit kleineren Gärten attraktiv macht. Die zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung der Schnitthöhe, was in der Praxis sehr nützlich ist. Zusammenfassend ist dieser Mäher ideal für diejenigen, die einen zuverlässigen, leicht zu bedienenden und effizienten Rasenmäher suchen. Er ist besonders geeignet für kleinere bis mittelgroße Gärten und für Anwender, die Wert auf Komfort und einfache Lagerung legen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Einhell GCPM 40-2 zeichnet sich durch seinen kraftvollen Einzylinder-Viertaktmotor aus, der mit einer Leistung von 2 kW speziell für mittelgroße Rasenflächen bis zu 800 Quadratmeter entwickelt wurde. Der robuste und leichte Aufbau des Mähers erleichtert die Rasenpflege erheblich. Ein möglicher Nachteil könnte die Schnitthöhenverstellung sein, die zwar flexibel einstellbar ist, jedoch nur an jedem Rad einzeln vorgenommen werden kann. Das könnte im Vergleich zu zentralen Verstellungssystemen etwas umständlicher sein. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt sticht dieses Gerät besonders durch seine individuelle Schnitthöhenverstellung und das ergonomische Design hervor. Der klappbare Führungsholm und der leicht zugängliche Startzug am Führungsholm machen ihn benutzerfreundlich und platzsparend bei der Aufbewahrung. Zusammenfassend ist dieses Modell besonders für Besitzer mittelgroßer Gärten geeignet, die einen zuverlässigen und einfach zu handhabenden Rasenmäher suchen. Seine Ausstattung und Konstruktion bieten Komfort und Effizienz bei der Gartenarbeit. Der Stieger Collector 136E ist ein leichter und wendiger Akku-Rasenmäher, perfekt für den täglichen Einsatz. Mit seinen 220 Volt 2 Amperestunden Batterien kannst du problemlos Flächen bis zu 250 Quadratmeter mähen. Dieser Mäher ist besonders benutzerfreundlich, da er keinen Kabelsalat verursacht und somit eine freie Bewegung rund um den Garten ermöglicht. Eines der kleinen Mankos könnte die maximale Schnitthöhe von 75 mm sein, die für extrem hohes Gras möglicherweise nicht ausreichend ist. Zudem könnte die Batteriekapazität für sehr große Gärten oder für sehr dichtes und hohes Gras limitierend sein. Im Vergleich zu anderen Modellen zeichnet sich dieses Gerät durch seine Umweltfreundlichkeit aus, da er ohne Emissionen arbeitet. Die einfache Einstellung der Schnitthöhe, die ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten und der Hybrid-Fangkorb, der sowohl eine hohe Kapazität als auch eine kompakte Lagerung bietet, sind weitere Pluspunkte dieses Modells. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für Gartenbesitzer, die einen effizienten, umweltfreundlichen und leicht zu handhabenden Rasenmäher suchen. Er ist besonders geeignet für kleinere Gärten oder für Anwender, die eine schnelle und einfache Lösung für die Rasenpflege suchen.
Der Güde Big Wheeler bietet eine beeindruckende Kombination aus Kraft und Flexibilität für die Pflege größerer Rasenflächen bis zu 1800 Quadratmeter. Dieser Rasenmäher ist mit einem leistungsstarken Viertaktmotor ausgestattet, der durch seine Effizienz und Langlebigkeit überzeugt. Ein Nachteil des Modells ist noch nicht bekannt, was auf seine hohe Zuverlässigkeit hindeutet. Seine 51 cm Schnittbreite und die zentrale Schnitthöhenverstellung von 25 bis 80 mm ermöglichen eine schnelle und flexible Anpassung an unterschiedliche Rasenbedingungen. Der Rasenmäher verfügt über einen Elektrostart, unterstützt durch einen 20 Volt Akku, was den Startvorgang besonders bequem macht. Alternativ gibt es auch einen Reversierstart. Im Vergleich zu anderen Benzinrasenmähern ist dieser besonders benutzerfreundlich durch Features wie den Mulchkit und die verschiedenen Auswurfoptionen, was ihn vielseitig einsetzbar macht. Nach der Nutzung kann der Rasenmäher leicht durch einen Gartenschlauchanschluss gereinigt werden, was die Wartung vereinfacht. Zusammenfassend ist dieses Gerät ideal für diejenigen, die einen robusten und zuverlässigen Benzinrasenmäher für große Rasenflächen suchen, der einfache Bedienung und Wartung mit hoher Schnittleistung verbindet. Der Ryobi RY18LM37A ist ein akkubetriebener Rasenmäher, der besonders für mittelgroße Rasenflächen bis zu 550 Quadratmeter geeignet ist. Er bietet eine kabellose Mobilität dank zweier leistungsstarker Akkus, die eine ausreichende Betriebsdauer für effizientes Mähen garantieren. Ein möglicher Nachteil ist, dass das Gerät keinen Rasenstreifenroller besitzt, was bei manchen Nutzern, die ein gestreiftes Finish bevorzugen, als Manko angesehen werden könnte. Ebenfalls fehlt eine volle Füllstandsanzeige am Fangkorb. Der Rasenmäher zeichnet sich durch eine einfache Höhenverstellung der Schnitthöhe aus, die über 6 Stufen von 25 bis 70 mm eingestellt werden kann, was eine flexible Anpassung an verschiedene Rasenbedingungen ermöglicht. Der Mäher unterstützt das Mulchen und hat einen großen Fangkorb von 35 Litern, der ausreichend Platz für das Schnittgut bietet. Die Easy Edge-Funktion ermöglicht präzises Mähen entlang der Ränder. Zusammenfassend ist dieses Gerät ein solider und benutzerfreundlicher Rasenmäher für all diejenigen, die nach einem zuverlässigen Akkumodell für ihre Gartenpflege suchen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!